herzlich willkommen zu einer Live-Sondersendung von Stimmt, dem Nachrichtentalk. In Lützerath eskaliert die Lage. Wir haben heute in der Früh gesehen, Polizisten wurden attackiert mit Molotow-Cocktails. Molotow-Cocktails. Also nichts mehr mit ganz normalem Klimaprotest und Aktivismus, sondern da kann man wirklich von Terrorismus sprechen. Es ist zwar das Unwort des Jahres gerade gestern gekürt worden, aber sehen Sie sich die Bilder an. Wer Molotow-Cocktails auf die Polizei wirft, hier kann man von Terrorismus sprechen. Wir werden auch hier live im Studio diskutieren und meine Gäste heute sind Julian Reichelt, Sie kennen ihn von Achtung Reichelt, Politikberater Armin Petschner-Multari und unser Politikchef Ralf Schuler. Julian, wir haben es gesehen, Molotow-Cocktails, die sagen dir viel mehr. Erklär uns mal, wie heimtückisch und gefährlich sind solche Molotow-Cocktails? Naja, logischerweise sind sie im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Es geht darum, dass man brennendes Benzin gegen Menschen schleudert. Diese Waffen sind potenziell tödlich. Und ich glaube, es gibt zwei interessante Punkte hier. Erstens, natürlich handelt es sich um Klimaterror. Und die Menschen, die ihn verüben, sind Klimaterroristen. Zwar wollte man uns vor 24 Stunden dieses Wort verbieten, hat es zum Unwort des Jahres gekürt, aber natürlich ist es nichts anderes. Es ist politisch motivierte Gewalt, die potenziell tödlich ist, gegen den Staat. Sie richtet sich direkt gegen Einsatzkräfte des Staates, sie richtet sich direkt gegen Polizisten. Natürlich ist das nichts anderes als das Wort, was wir nicht mehr sagen sollen, Klimaterror. Das Zweite, was ich bemerkenswert finde, oder kurze Schleife, ja, es gibt natürlich nicht nur in Deutschland Gewalt von Migranten, wir sehen es hier, wir sehen hier grünen Wähler, die auf einmal Gewalt ausüben. Und interessanterweise sind es genau die Menschen, die uns die letzten 10 Tage darüber belehrt haben, was wir über die Silvestergewalt sagen dürfen, die jetzt selber gewalttätig werden, die jetzt selber brutale Gewalt, potenziell tödliche Gewalt gegen den Staat einsetzen. Armin, sind wir das zu radikal, wenn wir von Klimaterrorismus sprechen oder siehst du das genauso? Kann man hier von Terrorismus sprechen, wenn die Polizei so attackiert wird? Ja, was ist Terrorismus? Terrorismus ist die gewaltsame Durchsetzung von politischen Zielen am Ende des Tages. Ich würde sagen, das ist Terrorismus. Jetzt kann man natürlich als Terrorismusexperte mit allen möglichen Definitionen kommen, aber landläufig würde ich das als Klimaterrorismus bezeichnen. Was ist es denn sonst? Man will Leute verletzen. Es gibt, die haben sich bewaffnet mit Lanzen, da fliegen richtig schwere Pflastersteine, jetzt fliegen Molotow-Cocktails. Ich meine, der Molotow-Cocktail hat seine Erstaufführung im finnisch-sowjetischen Winterkrieg gehabt. Das ist eine Kriegswaffe, ja? Die hat man damals auf Panzer geschmissen. Und hier wird so getan, als wäre das so ein bisschen Klimafolklore. Nein, es ist Klimaterrorismus, ganz klar. Ralf, warum genießen diese Aktivisten weiterhin so viel Rückhalt in der Politik? Ich möchte jetzt einen Tweet vorlesen, der entstand nach dem Molotow-Cocktailwurf. Also da war es schon bekannt, wir haben unsere Videos da schon veröffentlicht, nämlich von Katrin Göring-Eckert, der Grünen. Die Klimakrise ist dramatisch. Ich teile die Hartnäckigkeit, mit der die Demonstrierenden mehr Klimaschutz fordern. Keine Generation kann sich nichts tun erlauben. Ich teile die Hartnäckigkeit. Da hat ganz offensichtlich jemand den Absprung nicht geschafft. Also wer von der Hartnäckigkeit spricht, während Polizisten Gefahr laufen, brennendes Benzin in ihre Uniform laufen zu lassen, der hat einfach nicht den Schuss gehört. Und das Problem ist aber ein altes, was die deutsche Linke schon länger kennt. Man kann nicht unterscheiden zwischen dem möglicherweise ehrenwerten Ziel und dem Weg dahin. Und es ist immer der falsche Weg. Es gibt kein gutes Ziel, was man mit dem falschen Weg erreicht. Und mit Terror, mit Gewalt erreicht man kein Ziel vernünftig. Man muss aber eben auch sagen, dass die Grünen, das sollte man vielleicht Frau Göring-Eckert ganz dezent auch nochmal beibringen, selbst an der Landesregierung beteiligt sind und waren, als ein rechtsstaatliches Gerichtsurteil erging, dass Lützerath abgebaggert ist. Die Grünen selbst haben den Kompromiss mit ausgehandelt, dass RWE hier abbaggern darf und kann. Und dafür dann 8 Jahre früher aus der Kohle aussteigt, das ist einfach nur schräg. Aber wir haben das schon früher gesehen. Wir haben es gesehen mit der SPD, die mit der DDR irgendwelche versucht hat anzubändeln, weil sie sagten, ja, Sozialismus ist ja eigentlich gut. Und wir gucken mal, ein alter Fehler des deutschen Idealismus. Ich glaube, was Ralf da gerade sagt, ist ein ganz entscheidender Punkt. Der entscheidende Punkt ist hier, die Grünen sind die Ermöglicher dieser Politik und dieser Eskalation
in zweierlei Hinsicht. Sie sind die Ermöglicher der Politik. Es sind Grüne, die entschieden haben, dieses kleine Dorf Lützerath wird weggebaggert für Kohle, die dann verbrannt wird. Die Grünen sind es, die entschieden haben, statt der Atomkraftwerke sie weiterzulaufen, weiter Kohle zu verbrennen. Das heißt, die Grünen sind auch diejenigen, die es unbedingt nötig gemacht haben, dass weiter Kohle verbrannt hat, aus ideologischer borniert hat. Und die Grünen, und das ist dann sozusagen das, was im wahrsten Sinne des Wortes den Brandbeschleuniger da reingibt, die Grünen sind diejenigen, die ihr Verhältnis zur Gewalt niemals geklärt haben. Reif hat es gesagt, der Zweck heiligt bei den Grünen die Mittel. Wenn es darum geht, einen Baum zu schützen, dann darf ich einen Polizisten angreifen. Das ist grüne Ideologie. Das war sie immer, das war sie bei Castortransporten, das war sie, wenn es um Waldrodung ging, das ist sie jetzt in Lützerath, wenn es darum geht, einen Baum zu schützen oder etwas, was ich als wertvoll empfinde, auch egal, was der Rechtsstaat sagt, dann habe ich auf einmal das Recht, mich gegen den Rechtsstaat zu wenden. Das ungeklärte Verhältnis der Grünen zur Gewalt. Ricarda Lang, Grünen-Chefin, vor wenigen Tagen in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung, wurde gefragt nach den Klimaklebern und möglichen Eskalationen. Und hat gesagt, sie möchte dazu gar nicht sagen, das ist ja in Deutschland im Rechtsstaat entscheiden das ja die Gerichte. Nein, das entscheiden nicht die Gerichte im Nachhinein, dass man keine Molotow-Cocktails auf Polizisten werfen darf. Das steht in unserem Gesetz. Dafür braucht es keine Gerichte. Und die Grünen haben Schwierigkeiten, sich zu unseren Gesetzen und unserem Rechtsstaat zu bekennen, wenn das irgendwie kollidiert mit dem, was sie in diesem Fall absurderweise auch noch selber entschieden haben. Ja, es waren Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubauer zusammen mit Robert Habeck. Und wie die Lage eskaliert ist, wir sehen hier die Molotow-Cocktailbilder, das hat für uns eingefangen unser Reporter Julius Böhm, weil der ist live vor Ort. Julius, was ist da heute in der Früh passiert? Ja, heute Morgen gegen ungefähr 8.30 Uhr sind hunderte, wenn nicht tausende Polizisten hier in Lützerath, in das kleine Dorf, ja, ich sag mal, einmarschiert, haben sofort die Barrikaden gebrochen, sind Einheiten, Gruppen der BFE, der Festnahmeeinheit, in das Lager gerannt, wurden von Aktivisten angegriffen mit Steinen und Flaschen und, wie du gesagt hast, Molotow-Cocktails beworfen. Die Aktivisten sind aber sofort geflohen, die Polizisten waren einfach übermächtig, einfach auch in der Überzahl und auch besser ausgerüstet. Und daraufhin sind die Aktivisten in Häuser und Baumhäuser, auf Dächer, wie man hier im Hintergrund sieht, auf Dächer geflohen. Die Dächer sind auch mit Drahtkonstruktionen miteinander verbunden, dass man den Boden nicht mehr betreten muss, um von Dach zu Dach und von Haus zu Haus und Baumhaus zu Baumhaus zu kommen. Der Boden ist von der Polizei soweit gesichert. Aber wie man hier sieht, hier ist ein riesiger Einsatz. Die Beamten versuchen mit technischem Gerät und diesen Festnahmeeinheiten jetzt in diese Hallen hinzutrinken, wo sich die Aktivisten aus ganz Europa, wir haben mit Franzosen gesprochen, die hier fürs Klima kämpfen wollen, zu befreien und die Menschen eben aus dem Dorf rauszuholen. Julius, das Verrückte ist ja, seit gestern, dem 10. Januar, kann geräumt werden. Die Polizisten sind heute vor Ort, aber diese Klimaaktivisten hatten ja tagelang Zeit, sich vorzubereiten, die Barrikaden aufzubauen, wo sie sich jetzt verschanzen. Erzähl uns mal, wie waren die Vorbereitungen der letzten Tage? Es ging von Straßenbarrikaden, hier wurden Stahlträger in den Boden versenkt. Ja, berichtet über die Gasflasche, die im Boden einbenutzt wurde, bis hin zu das Baumhaus fertig machen. Wir rennen Baumhäuser in der Höhe mit Proviant, Wasser, Essen, Trinken für 2 bis 3 Wochen, um eben möglichst lange ausdauern zu können. Das fehlt mir hier gerade etwas. Und die Polizei wird ein bisschen nervös, weil diese Halle ist in Deutsch zu hören. Das ist erstmal nicht so wichtig. Im ganzen Bereich, man sieht es doch hier hinter uns, werden Barrikaden aufgebaut aus irgendwelchen Stutt, aus irgendwelchen Stahlträgern und Stangen. Überall liegen Pflastersteine rum, oft in Zweier-Dreier-Türmchen. Was das zu bedeuten hat, man könnte meinen, damit kein Auto durchfahren kann. Andere würden behaupten, um als Wurfgeschoss benutzt zu werden. Was ist deiner Meinung nach die Taktik der Aktivisten? Was weißt du darüber? Die Taktik war, Lützerath mit friedlichem Protest und mit diesen schönen sonntäglichen Aktionen hier, Büllerbü, als Kollege Jan immer so gerne, zu sichern und mit Demonstrationen und Mahnwachen zu schützen. Und dann an dem Tag, an dem es losgeht, die Polizei eintrifft, haben sich ganz andere Leute, Linksextreme, vorbereitet auf diesen Einsatz, um eben dieses Dorf möglichst lange zu belagern und zu erreichen, dass wir in den Frühling kommen und Lützerath abgeholzt werden darf aufgrund des Tierschutzes. Wir sehen hier schöne Bilder von den Vermummten. Es ist in der Früh losgegangen mit Molotow-Cocktails. Was erwartest du in den nächsten Stunden?
seitdem die Polizei eingerückt ist und den Boden gesichert hat und die Menschen in die Häuser oder auf die Dächer geflohen sind, ist es einigermaßen ruhig. Hier und da werden solche Dinge aufgelöst. Hier und da werden Personen festgenommen und rausgeführt aus Lützerath. Es gab bisher eigentlich keine weiteren gewalttätigen Aktionen. Aber jetzt wird es eben spannend. Jetzt sind die Menschen, die freiwillig gehen wollten und auch ohne Bestrafung gehen mussten, gegangen. Und jetzt sind diejenigen hier, die wirklich sehr ernst meinen, dieses Dorf zu verteidigen. Und wie gesagt, hier trifft sich nicht Fridays for Future, die freitags die Schule schwänzen und Plakat hochhalten. Hier treffen sich ganz viele verschiedene Gruppen der linksextremen Szene aus ganz Europa, um eben Zeichen zu setzen oder der eine oder andere wohl auch, um sein ganzes Mausspiel mit der Polizei durchzuführen. Danke dir, Julius. Julian, wir haben die perfiden Vorbereitungen gesehen, ja. Auch das Brennen. Ein weiteres Foto, was wir bekommen haben, weil wir haben gesehen, die Polizei ist beritten vor Ort. Darauf haben sich auch die Klimaaktivisten vorbereitet. Können wir einmal das Bild sehen mit den Pfählen? Also solange wir, darauf warten, da sehen wir es jetzt, sehen wir es jetzt. Da müssen wir einmal drüber sprechen. Wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, die Polizei geht beritten vor, sehr übliche Methode bei großen Demonstrationen, bei potenziell gewaltsamen Demonstrationen, weil Pferde, wissen wir alle, einschüchtern wirken können. Gut, dass die Polizei das macht. Darauf haben sich diese Leute aber vorbereitet, Klimaterroristen, wenn man das sieht, man kann sie gar nicht anders nennen, und haben Baumpfähle angespitzt und in den Boden gerammt. Das sind Verteidigungsmechanismen von Mittelalter bis Erster Weltkrieg, die wir da erleben. Es ist übrigens eine besondere Ironie, dass eine Bewegung, die in ihrer Breite vegan ist, um bloß keine Tiere zu verletzen, jetzt Pferde aufspießen will, auf denen die Polizei angeritten kommt. Ja? Aber diese Dinge, die wir dort sehen, sind geeignet, übelste Verletzungen, potenziell tödliche Verletzungen bei Mensch und Tier hervorzurufen. Und Julius Böhm hat es ja eben eindrucksvoll aus Lützerath geschildert, dass es überhaupt möglich war, dass unter den Augen der Polizei diese Vorbereitungen getroffen werden, die quasi von der Polizei natürlich politisch so gewollt und befohlen, freundlichst und höflichst begleitet werden. Ah, ihr betoniert eine Gasflasche ein, möglicherweise eine Sprengfalle. Ah, ihr rammt angespitzte Pfähle in den Boden, an denen sich unsere Pferde aufspießen können. Ah, ihr sammelt Pflastersteine. Dass das möglich ist unter den Augen der Polizei, das ist für mich ein Skandal, der nur entstehen und geschehen konnte, weil er definitiv politisch gewollt war, von einer teilweise grünen Landesregierung, von einer grünen Bundesregierung. Und das gehört aufgearbeitet, weil das ist potenziell lebensgefährlich für Polizisten, für die Leute, die jetzt da nichts anderes tun müssen, als Recht und Gesetz durchsetzen. Die Regierung, Landes- wie Bundesregierung, hat zugelassen, dass sich Menschen unter den Augen des Staates darauf vorbereiten können, Polizisten umzubringen. Und wer dafür verantwortlich ist, gehört aufgearbeitet. Und wer dafür verantwortlich ist, gehört natürlich nicht mehr in ein politisches Amt in diesem Land. Siehst du das genauso, Ralf? Absolut, absolut. Und es interessiert mich im Übrigen ähnlich wie in der Silvesternacht überhaupt nicht, was in der Jugend von solchen Leuten schiefgegangen ist oder ob es irgendwelche Phänomene der Radikalisierung gegeben hat. Am Ende muss man Kriminalität als Kriminalität betrachten und kein Mensch käme auf die Idee, irgendeinem einem Raser auf der Autobahn entsprechend großzügig zu begegnen, der dann sagt, ja, aber ich hatte es eilig und ich musste ja vor der Polizei wegfahren. Das ist einfach Kriminalität und ich finde auch, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, nicht tagelang jetzt zugucken zu müssen, wie man sich dort Schlachten liefert, als ob der Rechtsstaat verhandelbar wäre und so eine Art Armdrücken passiert, ob die Staatsmacht jetzt die stärkere ist oder vielleicht irgendwie Geländegewinne zu machen sind. Das ist eigentlich eine bizarre Geschichte. Mal ganz abgesehen, dass mich aus biografischen Gründen immer das Wort Molotow-Cocktail etwas zusammenzucken lässt, der russische Außenminister, der die Existenz Polen mit den Deutschen mit Ribbentrop ausgehandelt hat, hier immer noch als Namensvetter, aber das sind so historische... Wenn ich da nur ganz kurz sozusagen anekdotisch erklärend eingreifen darf, geht zurück auf, Armin hat es bereits gesagt, den russisch-finnischen Winterkrieg. Und die Russen, damals schon dieselben Strategien wie heute, haben gesagt, wir bombardieren nicht, wir werfen Brot ab. Haben natürlich Finnland bombardiert. Daraufhin haben die Finnen gesagt, und wir liefern den Russen die passenden Cocktails dazu. Und haben sie Molotow-Cocktails genannt. Genau. Das ist also eine Verhöhnung der damaligen russischen Aggression. Aber nochmal, Armin, warum wird das nicht klarer von der Politik angesprochen? Im Grunde genommen haben wir jetzt die ganz bizarre Lage, da sind grüne Politiker auch zum Teil vor Ort, zeigen Solidarität. Haben die Stimmung angeheizt, ja. Diese Aktivisten attackieren den Staat
gegen grüne Politik. Sehen wir hier so ein bisschen den Bruch der Klimabewegung mit den Grünen? Sind das Fans von Robert Habeck, die so ein bisschen fehlgeleitet sind? Oder verraten wurden? Oder kann es sein, dass die so lang ignoriert worden sind, dass man jetzt diesen radikalen Arm einer grünen auch Bewegung nicht mehr im Griff hat? Ich würde da in zwei Richtungen gehen. Also zum einen, glaube ich, gibt es eine Radikalisierung in der Klimabewegung, Stichwort Klimaraff. Also davor wird ja gewarnt und das übrigens auch nicht nur von Alexander Dobrindt, sondern auch von Sicherheitsexperten, dass es durchaus einen Radikalisierungsprozess in Deutschland gibt in der Klimabewegung. Leuten, denen es nicht schnell genug geht. Ich meine, wenn du sozusagen weißt, dass der oder diese Dystopie, diese Untergangsnarrative bedienst und sagst, die Welt geht unter, wir müssen jetzt handeln, dann ist natürlich Terrorismus ein legitimes Mittel. Ja? Also wenn 7 Milliarden Menschen oder 8 Milliarden dann irgendwann hops gehen, weil sozusagen das Weltklima sich so verändert, dann wirst du natürlich zu Mitteln greifen, so, weil du das als persönliche Notwehr wahrscheinlich, als politische siehst. So, der andere Punkt ist, also die radikalisieren sich, der andere Punkt ist aber, man hat ihnen natürlich auch einen Nährboden gegeben. Ja? Also Carla Rehmsma, die sich heute da solidarisiert hat, Luisa Neubauer, die da am Wochenende noch drin war. Übrigens auch immer spannend, dass da vor Palästinenserflaggen irgendwie auch immer Klimaprotest stattfindet. Das zeigt ja schon, wie komisch und skurril diese Bewegung an sich ist. Die sind ja in jeder Talkshow gewesen. Die haben ja diesen Schwachsinn überall erzählen dürfen. Für so. Die Jugend. Sie haben für die Jugend gesprochen. Sie sind die Jugend. So, der gute Bundesvorsitzende der Grünen Jugend macht heute einen auf Erich Honecker mit Faust hoch, ganz mutig, unser kleiner Nachwuchs-Marxist sozusagen. Man hat diese Leute gewähren lassen. Und man hat diesen Leuten den Raum gegeben. Man hat gesagt, euer Anliegen ist berechtigt. Bei der Kanzlerin saßen sie mehrmals. Man hat diesen Leuten zu viel durchgehen lassen. Ich möchte mich festlegen und würde sagen, würden ähnliche Proteste gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Sachsen-Anhalt stattfinden? Hui, da wäre aber ganz schön was los. Ich stelle mir mal vor, irgendjemand würde mit Lanzen bewaffnet und Molotow-Cocktails für eine andere Migrationspolitik protestieren, was kein Protest ist, sondern einfach nur politische Gewalt, da würde das Land Kopf stehen. Hier sagt man so, ja, so ein bisschen Klimafolklore, alles in Ordnung. Also, es wird immer noch verniedlicht. Genau, es wird verniedlicht von der Politik, der politische Arm dieser Klimabewegung, auch der Radikalen sind die Grünen und zum anderen radikalisieren sich die Klimabewegung auch noch schneller als die Grünen irgendwie damit, also es ist jetzt sozusagen ein Doppelproblem. Ja, die also, radikalisieren sich in atemberaubendem Tempo an ihrem politischen Arm vorbei. Ja. Das ist eine spannende Frage. Sind Sie wirklich der politische Arm oder haben Sie einfach nur das Problem, dass sozusagen all die Klimabewegungen, vor allen Dingen auch die friedlichen wie Fridays for Future und so weiter und diese Extremisten, mit denen die auch sympathisieren, die Grüne Partei einfach zu sehr schon im Griff haben und sozusagen in der Kehle, weil das sozusagen ihre Klientel ist? Also ich kann sozusagen schwer einschätzen, wie tief die Klimabewegung, die Radikale in der Grünen Partei verankert ist. Aber ich würde sagen, der Nährboden kommt von den Grünen. Wir müssen uns auch nur anschauen, welche MdBs von den Grünen dort vor Ort sind, als sozusagen parlamentarische Beobachter nennt man das. Am Ende des Tages sind es Solidaritätsbekundungen. Der Bundessprecher der Grünen Jugend ist vor Ort, wie ich schon sagte, hier mit Kommunisten und mit Sozialistenfaust. Was soll ich sagen? Die anderen schicken Tweets. Wir haben Frau Göring-Eckardt vorhin gelesen. Das klingt für mich nicht wie eine Distanzierung. Ja, darf ich einmal zum Thema Distanzierung, nur ganz kurz letzter Punkt, eine Parallele zur Corona-Zeit, zur Pandemie ziehen, weil dort demonstrieren im Moment genau die Leute, die gesagt haben, man darf nicht demonstrieren, man darf nicht spazieren gehen, man darf nicht seine Meinung, alles Rechte, wer mit denen marschiert, und das ist der entscheidende Satz, wer mit denen marschiert. Ja. Und die Grünen marschieren mit Gewalttätern. Ja. Und zwar Gewalttäter, die viel radikaler vorgehen als alles, was wir in der Pandemie gesehen haben. Viel radikaler, potenziell tödlich, und die Grünen marschieren Seite an Seite mit diesen Gewalttätern. Bevor wir weiterreden, uns jetzt zugeschaltet ist der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey. Herr Thorsten Frey, wir haben es gerade diskutiert. Ist Ihrer Meinung nach auch, sind die Grünen der politische Arm dieser Bewegung, die das angerichtet hat heute Morgen? Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass es grüne Umwelt- und Energieminister waren, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im Bund, die für diese Vereinbarung mit RWE gesorgt haben. Auf der anderen Seite können wir in den sozialen Netzwerken viele Wortmeldungen von prominenten grünen Politikerinnen und Politikern lesen,
die eben gerade nahelegen, dass sie sich dann nicht klar aufstellen, sondern ganz im Gegenteil sich ein Stück weit auch solidarisieren mit denen, die jetzt da vor Ort protestieren und sich damit auch in die Illegalität setzen. Ich habe heute in diversen Medien gelesen, die beste Antwort sozusagen auf diese Proteste, um das zu beruhigen, ist doch einfach nur die Klimaziele einzuhalten. Und damit rechtfertigt man das Ganze. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, warum ist Ihrer Meinung nach im Namen des Klimas sowas auf deutschem Boden, ich will nicht, erlaubt ist es ja nicht, aber wird von so vielen Politikern geduldet? Frei? Können Sie mich noch hören? Ja, ich habe es jetzt leise gehört. Ich kann auch nicht sehen. Ich kann meine Frage gern wiederholen. In den Medien, Entschuldigung. Kein Problem. In den Medien hört man, zumindest habe ich heute in diversen Medien gelesen, die beste Antwort auf diese Proteste wäre einfach die Klimaziele. Das Pariser Klimaabkommen, das 1,5-Grad-Ziel sozusagen einzuhalten. Dann wäre Ruhe. Und meine Frage ist, warum wird im Namen des Klimas solche Aktionen, Sie sehen die Flammen, das war der Molotow-Cocktail, immer im Grunde genommen geduldet, gerechtfertigt, so, ja, aber das ist fürs Klima. Warum wird es diesen Demonstranten erlaubt, im Namen des Klimas praktisch alles zu tun? Ja, aus meiner Sicht ist es nicht zu dulden, es ist auch nicht zu akzeptieren und es ist auch nicht zu bagatellisieren. Wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem Rechtsstaat. Natürlich gibt es in einem großen Land wie Deutschland immer unterschiedliche Meinungen und Positionen. Wenn die ausgehandelt werden, wenn politische Repräsentanten Entscheidungen treffen, wenn die durch Wahlen legitimiert sind, wenn Gerichte diese Entscheidungen überprüft haben, dann muss es auch eine Akzeptanz geben. Sie haben das vorher in Ihren Beiträgen gezeigt. Also Demokratie und Akzeptanz von bestimmten Positionen, das muss auch dann möglich sein, wenn es nicht der eigenen Meinung entspricht. Und deswegen muss man sagen, es gibt keine höherwertigen Ziele. Wer soll denn das festlegen? In einer Demokratie gibt es einen Meinungsstreit, es gibt eine Abwägung unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Belange, unterschiedlicher Gesichtspunkte. Das ist hier alles über Jahre hinweg erfolgt. Wir haben ausgeurteilte Sachverhalte, teilweise über Jahre und Instanzen hinweg. Und deswegen muss man einfach sagen, man muss es benennen, wie es ist. Die Menschen gehen dort in die Illegalität. Die Polizei hat die ganze Zeit auch eine sehr individuelle Ansprache gewählt, hat jederzeit ermöglicht, dieses Lager wieder zu verlassen und damit auch Anzeigen und weiterer Verfolgung zu entgehen. Die das nicht machen, die tun das illegal und die müssen dann auch die entsprechenden Konsequenzen spüren. Und es kann selbstverständlich auch nicht sein, dass diese Widerstände dann dazu führen, dass vertragliche Vereinbarungen, gesetzliche Regelungen nicht umgesetzt werden. Aber Herr Frey, wie können Sie sich erklären, Sie haben es wunderbar erklärt, Illegale, wie können Sie sich erklären, dass Abgeordnete der Regierungspartei der Grünen da mitmarschieren? Wir haben sie gesehen, die waren vor Ort. Das müssten Sie natürlich die Grünen fragen. Ich kann mir so etwas nicht erklären. Ich halte das auch wirklich für inakzeptabel. Denn natürlich könnte man dann auch bei jedem anderen Thema kommen und sagen, aber für mich ist es so wichtig, dass es auch rechtfertigt, Recht und Gesetz zu brechen. Und das geht einfach nicht. Das ist nicht akzeptabel. Und das werden wir auch klar politisch thematisieren müssen. Vielen Dank, Thorsten Frey. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Julian, warum kann es deiner Meinung nach sein, dass Grüne hier mitmarschieren, Hand in Hand? Was erwartest du dir jetzt eigentlich von der grünen Spitze als Reaktion darauf? Naja, von der grünen Spitze wird es darauf keine Reaktion geben. Aber dann muss also ich habe da gar keine Erwartung mehr an diese Leute. Diese Leute haben uns die letzten 10 Tage über diese Silvestergewalt erzählt. Gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Migration und Gewalt haben nichts miteinander zu tun. Wir wissen gar nicht so genau, wer das war. Und sie werden uns ähnlichen Unfug darüber erzählen. Sie werden uns erzählen, ganz alte Hans-Christian-Ströbele-Schule. Die Polizei hat eskaliert. Ich habe hier nur friedliche Menschen gesehen. Das ist das, was wir erleben.
gesehen werden. Wir erleben seit Jahren, auf jeder linken Gewaltdemo sind Grüne, die linke Gewalt schönreden. Und jetzt geht es um ihr Herzensthema. Und sie haben natürlich Angst, ihre eigene Basis da irgendwie zu entfremden. Wir haben diesen Split zwischen radikalisierten Grünen und dem parlamentarischen Arm dieser Bewegung ja inzwischen angesprochen. Der ist für die politisch gefährlich. Es gibt aber einen ganz interessanten Punkt aus den letzten Wochen, an dem man sieht, wie sehr die Grünen versucht haben, auch sozusagen dieses Thema mit dem Sicherheitsapparat unter Kontrolle zu bringen. Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, interessanterweise übrigens ein CDU-Mann, hat vor wenigen Tagen gesagt, diese Leute sind einfach, die nehmen nur ihr Demo, die sind ein Teil von Demokratie, das ist doch keine Bedrohung, die sind kein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Herr Haldenwang gehört spätestens nach diesen Bildern natürlich sofort gefeuert. Vor wenigen Tagen hat er gesagt, diese Menschen sind keine Bedrohung für die Demokratie. Im Gegenteil, sie seien ein Segen für die Demokratie, weil sie ja nur darauf aufmerksam machen wollten. Ja. Sie nehmen nur ihre Rechte wahr. Unsere Sicherheitsbehörden sind inzwischen durchgrünisiert. Unsere Sicherheitsbehörden bewerten diese Leute politisch und die Polizei muss es am Ende ausbaden. Dass Herr Haldenwang sagt, diese Leute müssen wir nicht beobachten, wir müssen von diesen Leuten nicht wissen, was sie da planen, baden am Ende Beamte aus, deren Frauen, Kinder, Ehemänner zu Hause sitzen und jetzt hoffen, dass ihre Ehemänner, Brüder, Schwestern nicht in diese Holzpfähle reinlaufen, nicht den Molotow-Cocktail abbekommen. Dafür direkt verantwortlich ist mit der Chef unseres Bundesamtes für Verfassungsschutz, weil er diese Leute einfach für friedliche Demokraten, für Aktivisten erklärt hat. Er hat ja gesagt, die würden Deutschland besser machen wollen. Ja. Und deshalb können sie ja gar keine Verfassungsfeinde sein. Ich hätte mir gewünscht, dass man auch die Klimaprinzen rechtzeitig aus ihren Häusern geholt hätte und ihre Waffenarsenale sichergestellt hätte. Aber das ist nur nebenbei. Was wir hier sehen, ist im Grunde genommen im Kern ja eigentlich das Scheitern der grünen Klimapolitik. Ja. Denn es ist ja irreal zu glauben, dass man mit diesem einen Dorf irgendetwas sinnvoll verteidigt. Mal abgesehen davon, dass das eine Landinsel ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stabil ist und abbrechen wird, wenn man sie weiter besiedeln würde. Aber das Problem ist einfach im Kern, dass die grüne Klimarechnung nicht aufgeht. Also wir können nicht gleichzeitig aus Kohle, Gas und Atom aussteigen und glauben, wir hätten hier jetzt irgendetwas zu verteidigen. Dann gehen die Lichter aus. Das kann man gerne wollen, aber dann soll man es offen sagen. Und diese illusionäre Energiepolitik, die ist das, was am Ende zu dieser Konfrontation führt, denn selbst wenn man auf die Ausbeutung von diesem Braunkohlentagebau verzichten würde, würde man mit Windkraftwerken und Solar so schnell diese Energielücke nicht füllen können. Ja. Also da haben einfach ein paar Leute ganz rational mitgerechnet. Ja. Und wer seinen eigenen Anhängern als politischer Arm sozusagen dieser Bewegung da nicht reinen Wein schenkt, der macht sich mitschuldig. Ja. Da muss man nochmal betonen, Teil für die Begründung ist natürlich, dass die Grünen sehr wohl an Atomausstieg festhalten. Absolut. Und dadurch sind wir leider Gottes angewiesen auf diese klimaschädliche Kohleenergie. Wir schalten jetzt noch einmal nach Lützerath zu unserem Reporter Julius Böhm. Julius Böhm, wie geht die Polizei gerade in Lützerath vor? Ich möchte einmal kurz dem Kollegen Schuder unter die Arme greifen. Hier in Lützerath liegen 200 Millionen Tonnen Braunkohle. Die sollen auf 7 Jahre bis 2030 verbrannt werden. Letztes Jahr war das Kohlejahr aller Zeiten. Fast 8 Milliarden Tonnen Kohle wurden verbraucht. Jetzt rechnen wir noch auf 7 Jahre. Das heißt, hier in Lützerath liegen 0,3% des weltweiten Kohleverbrauchs. Also quasi nichts. Das ist so ähnlich wie beim Tempolimit. Riesensymbolkraft, aber Wirkung ist das gar nicht. Es geht hier nur um die Kommunikation dieser Protestbewegung. Jetzt zur Polizei. Man kann sich hier umschauen. Die Polizei steht hier mit mehreren Hundertschaften, stark ausgerüstet mit Schildern. Wir haben technische Beamte, die auf Hebebühne arbeiten, um die Person von Tripod runterzuholen, die mit Schweißgeräten, mit Flex versucht, Tore aufzuschweißen, um reinzukommen und die Aktivisten dort rauszuholen. Wir hatten eben gerade eine Situation, da wurde reihenweise einer nach dem anderen rausgetragen. Jetzt wird hier eine Menschenkette aufgelöst. Hier oben auf dem Monopod sitzt eine Person, die von einer ganzen Reihe Menschen, die sich geschützt werden soll, sitzen wie Maria und Josef auf Stroh. Ist fast schon lieblich. Das ist halt einfach auch beeindruckend, mit welcher Naivität die Aktivisten hier vorgehen. Hier kommen Polizeibeamte, die sind bewaffnet, die haben Schlagstöcke, die sind gut ausgerüstet, gut ausgebildet, mit schwerem Gerät, mit Baggern, mit Panzern, mit Hubbühnen und glauben wirklich, sie könnten die am Ende des Tages Staatsgewalt etwas ausrichten.
Julius, auf Twitter und in anderen Social-Media-Kanälen war die ganze Zeit zu lesen, die Polizei würde zu hart gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Was waren da deine Eindrücke? Also die Polizei hat es wirklich bis zuletzt mit Kommunikation probiert. Hier sind seit Tagen in gelben Warnwesten bekleidete Beamte unterwegs, auf denen groß Kommunikation kommt, die an vielen Stellen versuchen zu vermitteln, wenn Aktivisten irgendwelche Provokationen starten, wenn man aneinander gerät, wenn es zu Rangeleien kommt. Wir haben die Bilder gesehen von dem angegriffenen Fahrzeug, das angespäht wurde, wo der Spiegel abgetreten wurde, woraufhin es dann zur ersten Eskalation gekommen ist, vor 3 Tagen schon. Ansonsten kann man hier sagen, der Einsatz ist über Monate angekündigt, es gab diese 10-tägige Schonfrist und es war allen klar, dass heute Morgen die Polizei kommen würde. Und es wirkte nicht so, als ob die Aktivisten hier sich auf eine friedliche Aufgabe und alles klar, wir haben es verstanden, das ist ein Rechtsstaat, wir gehen jetzt hier raus, geeinigt hätten. Man hat sich vorbereitet, zu kämpfen und dieses Dorf zu verteidigen, zum Teil mit friedlichen und einfach nur wie hier Mitteln, die die Polizei aufhalten sollen, zum anderen Teil aber auch mit Gewalt und Molotow-Cocktails. Julius, mir ist noch ein Tweet aufgefallen der Polizei Aachen von heute Vormittag. Die warnt auf Twitter davor, dass Kinder auf dem Gelände sind. Was sind da deine Beobachtungen? Ich meine, Kinder dort, wo Molotow-Cocktails fliegen. Es gibt hier ganze Familien, es gibt hier Menschen mit Behinderungen, mit Rollstühlen, die hier durch die matschigen Gassen fahren. Und es gibt auch Familien, die ihre Kinder dabei haben. Wir haben gestern mit einer Familie gesprochen, einer laut eigener Aussage Ärztin, die mit ihren beiden Töchtern hier ist. Die Tochter sagte selbst, ihr sei dieses Thema hier wichtiger als die Schule, deswegen bitte die jetzt ausnahmsweise mal schwänzen. Schulstreik gelübt sie sozusagen. Wir haben mit denselben Menschen heute nochmal gesprochen, das war auch in unserem Video zu sehen. Diesmal mit dem Vater, als gerade eine Hundertschaft vorbeigerannt ist, auf der Suche nach den Menschen, die Molotow-Cocktails geworfen hat. Ich habe gefragt, ob das der richtige Ort ist für Kinder. Und der Vater stand wieder Ochs vom Berg, gesagt, ja, wer hätte denn ahnen können, dass hier jetzt so losgeht morgens um 9 Uhr. Alle haben es gewusst und insofern kann man eigentlich nur der Polizei recht geben und sagen, bitte, bitte bringt die Kinder hier raus aus diesem gefährlichen Ort. Hier werden Gegenstände geworfen. Die Polizei muss nach 7, 8 Mal vorwarnen und bitte, bitte sagen, Gewalt anwenden, um eben die Blockaden aufzulösen. Bringt diese Kinder bitte hier raus. Wir sehen da gerade die Bilder, wie du den Vater interviewst. Vielen Dank, Julius. Julian, du bist selber Vater. Was geht in dir vor, wenn du diese Bilder siehst? Ich glaube, man muss nicht Vater sein, und nicht selber Kinder haben, um zu erkennen, dass man Kinder nicht zu den eigenen Gewaltfantasien mitbringt. Ja, und zu den eigenen Gewaltfantasien gegen den Staat. Das ist missbräuchlich, nichts anderes. Wir haben ja auch gehört, dass das Jugendamt vor Ort ist. Ich hoffe, Sie werden da mal in Ihrer Ansprache sehr deutlich. Noch einmal die Parallele zu den Corona-Demos. Da sind auch Menschen mit ihren Kindern demonstrieren gegangen. Da gab es durchaus Ausschreitungen, aber ich würde sagen, diese konzertierten Vorbereitungen zur Gewalt haben wir auf den Corona-Demos nicht in dem Umfang erlebt. Und selbst da haben wir darüber gesprochen, ob das nicht menschliche Schutzschilde sind, klar, die Kinder. Gegen die Polizei, weil die Demos ja untersagt waren in Deutschland. Und besonders die linken Medien in Deutschland, besonders genau dieses Milieu, was da jetzt demonstriert, die Maskenfanatiker, ist übrigens, ganz kurzer Ausflug, eine Beobachtung von gestern, dieser Maskenirrsinn in Deutschland hat das Vermummungsverbot verschwinden lassen. Der Maskenirrsinn in Deutschland hat das Vermummungsverbot verschwinden lassen. Diese Leute tragen alle Masken und ich will mich nur schützen. Aber eigentlich vermummen sie sich vor der Polizei und die Polizei kann nichts mehr machen aufgrund der irrsinnigen Politik der letzten Jahre. Und genau die Leute, die diese Politik betrieben haben, wear the mask, trag am besten noch ein Face Shield, das sind alles Faschisten, die gegen diese Maßnahmen demonstrieren. Genau diese Leute haben gesagt, wenn du dein Kind da mitbringst, dann nutzt du es als menschliches Schutzschild. Und oh Wunder, was machen diese Leute jetzt? Bringen ihre Kinder mit zu gewalttätigen Ausschreitungen, auf denen Molotow-Cocktails geworfen werden. Ja. Das ist nichts anderes, als seine eigenen Kinder aus politischen Gründen zu missbrauchen. Es tut mir leid, ich muss es so sagen. Der mir auch persönlich bekannt ist, wo das im großen Stil geplant war, ist doch eigentlich Saddam Hussein gewesen, oder? Menschliche Schutzschilde. Aber gut, ich möchte hier nicht den Bogen zu weit spannen, aber... Wollen wir nicht einmal, wir haben doch, lasst uns doch einmal das Video anschauen. Vielleicht haben die Kollegen aus der Regie das vorliegen, wie unser Kollege Julius Böhm diesen Vater interviewt, weil es sagt so viel über den Geisteszustand dieser Leute. Ja, wir haben das Video gerade gesehen. Könnten wir es bitte noch einmal mit Ton abspielen? Sagen Sie, das ist der richtige Ort für Kinder? Ja, wir
wollten ja gerade gehen. Wir konnten jetzt hier nicht mehr rausgehen. Die Polizei sagt aber seit einer Stunde, man kann das Dorf friedlich verlassen. Ich habe nichts gehört. Wir waren im Haus und auf einmal sind die gekommen und wir mussten einfach. Also, wir sind immer ruhig gegangen und so. Und jetzt gerade war ich aber schon sehr überrascht, wie sie einfach auf uns losgerannt sind. Also, ich finde, da geht überhaupt nicht die Gewalt von den Aktivisten aus. Ich meine, klar, die Polizei will jetzt hier demonstrieren, was sie können und halt Leute raustreiben. Das kann ich quasi rational verstehen. Aber ich finde es schon gerade ein bisschen krass. Also ich finde das grundsätzlich einfach immer schwierig, wenn Kinder politisch instrumentalisiert werden. Ja. Das ist mir eigentlich egal, ob Kleinstkinder auf den Schultern bei Friedensdemonstrationen mitgetragen werden. In der Regel sind es Kontexte, wo die Kinder ohnehin nicht begreifen, wofür sie dort als unschuldige und wehrlose Menschen durch die Gegend getragen werden. Und bei so einer Aktion, wo man absehbar weiß, worauf es hinaus ist. Da habe ich eigentlich überhaupt kein Verständnis. Ja. Aber es ist ein alter Topos gewissermaßen bei den Friedensdemonstrationen Anfang der 80er Jahre gegen die Nachrüstung, bei Anti-Atom-Demonstrationen. Immer werden Kinder als Symbol so verletzlich sind. Das sind sie ja auch, aber deshalb kann ich sie doch nicht sozusagen in den Feuersturm halten. Das ist mir eigentlich unter humanitären Gesichtspunkten ein ziemliches Rätsel und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde ehrlich gesagt auch immer diese Bilder, wo sich Polizisten dann im Prinzip zu Pflegekräften der Demokratie erniedrigen müssen, Leute wegtragen, Leute von der Straße pinseln mit Öl, damit sie ihre Klebehände loskriegen, das finde ich eigentlich immer irgendwie ziemlich entwürdigend. Also das sind Ordnungshüter, die eine lange Ausbildung haben, die einen verantwortungsvollen Job haben und die müssen sich dann mit Leuten beschäftigen, die einfach irgendwie infantil mit der Demokratie nicht klarkommen. Aber auch nur bei dieser Klientel. Also das ist ja auch wieder zweierlei Maß. Also beim Klimakleber muss sozusagen der Polizist zum Sozialarbeiter mutieren. Mhm. Das würde er in anderen Situationen nicht. Und weil wir jetzt auch gerade diesen Fall hier mit den Kindern gesehen haben, ich finde das wirklich geisteskrank am Ende des Tages. Welcher Fahrer nimmt erstens seine Kinder in so ein Matschlager mit? Das ist ja jetzt kein Zeltlager im Hochsommer, wo man zusammen schöne Transparente für den Klimaschutz malt, sondern es ist am Ende des Tages Straßenkampf in einem Kohlerevier im Januar. So, also wer nimmt denn seine Kinder bitte in so ein versifftes Drecksloch mit? Lützenrath ist ja auch kein Ort an sich mehr, sondern es ist am Ende des Tages eine Bretterbude, Barackenlager, wie auch immer. Man kann es auch nicht damit rechtfertigen, dass man dann irgendwie in einer reflektierten Art und Weise den Konflikt den Kindern vermittelt. Das wäre ja in Ordnung ab einem gewissen Alter. Aber so ist man im Prinzip, nimmt man die Kinder von Anfang an gleich als Parteisoldaten. Die sind ja auch geschädigt fürs Leben. Ich meine, die kleinen Kinder, die stehen da jetzt zitternd, bibbernd. Der Vater ist ja offensichtlich selbst mit der Situation überfordert, hat sich verkalkuliert, wollte auf der richtigen Seite stehen, jetzt ist es ihm über den Kopf gewachsen. Aber das ist mir wirklich schleierhaft und am Ende des Tages ist es Kindesmissbrauch. Zu Armins Frage, wie kommt man um Gottes Willen auf so eine Idee? Ja, ich glaube, es ist logischerweise die alles entscheidende Frage. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, hat etwas mit dem Selbstbild dieser Leute zu tun. Ein narzisstisches Selbstbild, was sich selber in einem Kampf sieht, der alle Mittel legitimiert. Man sieht es daran, dass diese Leute immer wieder das Wort Widerstand nutzen. Ja? Ein Wort aus der düstersten Zeit unseres Landes, das natürlich verbunden ist mit dem Widerstand gegen die Nazizeit. Ich habe übrigens gestern gesehen, dass die eine grüne Dame, Frau Henneberger, heißt sie, glaube ich, Widerstand mit IE schreibt. Sie sehen sich zwar im Widerstand, aber sie können es nicht mal schreiben. Und heute Morgen habe ich gelesen bei dpa, auch eine sehr rührselige Agenturmeldung. Wir nehmen sowieso wahr, dass die meisten Medien immer noch sehr verständnisvoll und sehr sanft über das berichten, was da passiert. Also eine szenisch geschilderte, rührselige dpa, die sozusagen die morgendlichen Stunden im Baumhaus schildert, wo draußen bereitet sich die Polizei vor, aber im Baumhaus sitzt man friedlich und spielt auf der Gitarre und singt von guten Mächten wunderbar geborgen. Bonhoeffer, ein Lied, was er in Nazihaft geschrieben hat. Ja. Ja? Da sieht man, wie diese Menschen sich sehen. Diese Leute glauben das tatsächlich, dass sie quasi sich im Widerstand gegen ein mörderisches Klimaregime befinden und dementsprechend, wo Recht zu Unrecht wird, ist Widerstand geboten, heißt es dann in diesen Kreisen immer. Ja? Und das ist die Selbstsicht und das sind dann die Leute, die aus dieser Selbstsicht heraus auch ihre Kinder mitnehmen. Du hast gerade auch die Medien angesprochen. Unser Reporter Jan Caron ist auch vor Ort und der hat aus der sozusagen internen Gruppe, Chat-Austauschgruppe der Lützerath-Aktivisten,
einen Screenshot vorbereitet. Und zwar, Achtung, es sind hier mehrere unsolidarische Journalisten vor Ort, die gegebenenfalls Fotos an Polizei und rechte Kreise weitergeben. Interviews vermeiden. Darunter Julian Reichels Raw Media. Rome, wer heißt nicht Raw? Ralf, ich meine, das zeigt doch sehr, was die für ein Bild haben, dass sie eigentlich Hand in Hand mit Journalisten gehen, wenn sie Leute wie uns als unsolidarische Journalisten sehen. Fast schon wieder niedlich, dass man davon ausgeht, dass Journalisten dann irgendwie solidarisch dabei sind oder mitkämpfen oder ähnliches. Das, also, tun sie ja aber teilweise. Scheint mir auch Ausweis einer gewissen demokratischen Verwirrtheit zu sein, zu glauben, dass Medien irgendwie Akteure sind. Andererseits muss man sagen, ja, es gibt auch Anlass dazu, das hin und wieder zu konstatieren, dass Kollegen die Grenzen zwischen Aktivismus und Journalismus nicht klar ziehen. Und das ist dann aber auch wieder bedenklich für das gesamte Gemeinwesen. Die grüne Bewegung besteht aus drei unterschiedlichen Säulen, aus drei Armen. Der parlamentarische Arm, der bewaffnete Arm, den wir jetzt gerade hier bei der Arbeit sehen, und der mediale Arm, der Propaganda-Arm, der leider große Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und vieler, vieler privater Medien inzwischen mit einschließt. Das ist die grüne Bewegung. Parlamentarisch, bewaffnet und Propaganda-Arm. Und in der Spiegel-Vorabmeldung erfahren wir auch schon, dass sich schon 200 Prominente aus der deutschen Kultur- und Musikszene mit den Protesten solidarisiert haben und den Räumungsstopp sofort fordern. Katja Riemann, Peter Lohmeier, die Bands wie Deichkind und andere mehr, Igor Levit, der Pianist, sind also solidarisch und möchten, dass da nicht geräumt wird. Aber wir unterschreiben ja jeden Aufruf. Also ich würde jetzt, es ist natürlich eigentlich schon fast bitter, dass man schon, wir können eigentlich wetten, wer da alles unterschrieben hat, oder? Es ist so vorhersehbar. Hat Herbert Grönemeyer schon unterschrieben? Ist Herbert Grönemeyer schon angereist? Und spielt Igor Levit schon Klavier? Das sind die Fragen, die mich wirklich interessieren. Ich habe ein spezielles Foto für dich, Julian. Das sehen wir wirklich. Was sagst du dazu? Also erstmal sage ich dazu, eine Fahne, die für eine der großartigsten und mutigsten Bürgerrechtsbewegungen der Weltgeschichte steht, ja, aus den 70er Jahren heraus. Bürgerrechte für Homosexuelle, tatsächlich für die Geschichte der Bürgerrechte auf der Welt, eine der wichtigsten Fahnen aller Zeiten, inzwischen aber natürlich eine politisierte Flagge, die wie viele anderen Flaggen dort, Palästina-Flagge, dort natürlich überhaupt rein gar nicht zu suchen hat. Aber wir sehen ja inzwischen ein politisch geschlossenes Weltbild, das sinngemäß argumentiert, queere Menschen sind vom Klimawandel besonders betroffen. Und das ist sozusagen diese Selbstveropferung, Selbstopferinszenierung, um Angriffsarme und vor allem Angriffsmöglichkeiten gegen alle Menschen zu haben, die diesem Wahnsinn dort widersprechen. Denn jetzt, wenn ich sage, naja, ich finde Molotow-Cocktails auf die Polizei falsch, dadurch, dass diese Fahne denkt, bin ich auf einmal queerfeindlich. Wie kannst du sowas sagen? Das ist ja gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, womit man natürlich sagen will, ich bin nichts anderes als ein Nazi, wenn ich sage, Molotow-Cocktails auf die Polizei, darauf haben wir uns in unserem Land eigentlich nicht geeinigt. Das ist eine tatsächliche Querfront von Bewegungen. Querfront, eine Querfront von Bewegungen, die sich zusammengefunden hat und in einem wirklich kruden, aber vollkommen hermetisch abgeschlossenen Weltbild sich jetzt in dem Recht sieht, Polizeipferde aufzuspießen und deutsche Polizisten mit brennendem Benzin zu übergießen. Diese Fahne hat dort nichts zu suchen. Das ist eine Schande und eine Beleidigung für diese Fahne und all die Menschen, die unter dieser Fahne wirklich viel auszustehen hatten in den letzten Jahren. Und in manchen Ländern auch noch sehr viel auszustehen haben. Aber diese Flagge dort zu hissen und unter dieser Flagge, wie gesagt, mit Brandsätzen auf Polizisten loszugehen, ist beschämend und eine Beleidigung dieser Flagge und all der Menschen, die unter ihr marschiert sind. Wir haben noch einen weiteren Zuspieler vorbereitet, nämlich von unserem Reporter Jan Caron. Ich höre gerade, der ist noch nicht vorbereitet. Freuen Sie sich schon mal drauf. Armin, Regenbogenflagge, was sagst du zu diesem Flaggenmissbrauch, deiner Meinung? Auch das ist sozusagen die Folklore, die Volksfront, die sich da gebildet hat, die könnte genauso gut auf dem Evangelischen Kirchentag hängen. Die wird bei der nächsten Corona-Maßnahmen-Lockdown-Demo irgendwo mitgeführt werden. Sozusagen die ganze Deppen-Olympiade auf Twitter hat die alle in ihren Profilen drin. Also was willst du dazu bitte sagen? Mir ist sie nicht progressiv genug. Mir fehlt der Transbalken. Oder das wundert mich auch. Das finde ich wirklich unerhört. Und sowas Reaktionäres dort vor Ort. Eine
Wort zu haben, ja. Finde ich wirklich, also bin ich höchst irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, jetzt Spaß beiseite. Ich finde es befremdlich. Ich weiß auch sozusagen, also das Linke nennen das immer sozusagen intersektionelles Herangehen an Problematiken. Ja, also alles ist, alles hängt zusammen. Es ist aber am Ende des Tages einfach nur ein Ausdruck dadurch, dass dass linke Gruppierungen in allen möglichen Bewegungen zusammenarbeiten. Und das zeigt eben, wie Julian schon sagte, die drei Säulen, die aktivistische Strich radikale, die mediale und eben auch der politisch-parlamentarische Arm. Und das ist eigentlich auswechselbar. Also das wird nächste Woche auf einer Berliner Demo gegen, für, weiß ich nicht, Mietenstopp etc. genauso mitgeführt werden. Es ist relativ absurd und in dem Fall wirklich ein Armutszeugnis, weil es ein Missbrauch dieser Flagge ist, die ihre Berechtigung hatte und heute auch noch hat, aber eben nicht dort. Wir sind gerade ja live auf YouTube und einige schauen uns zu und es reichen uns auch Fragen. Vielen, vielen Dank für das aktive Zuschauen. Die möchte ich an euch weitergeben. Und zwar wird Folgendes gefragt: Wieso wird in Deutschland die Politikausrichtung in den letzten Jahren gemäß der Vorstellungen von Minderheiten ausgelegt? Atom, Fahrrad, Migration etc. Weil sie an der Macht sind. Ja. Das ist ja das. Sie sind an der Macht. Es ist eine Minderheitenpartei, die von 85% der Menschen nicht gewählt wurde, die Grünen, an der Macht und setzt radikale gesellschaftspolitische Vorstellungen um. Und sie könnten das nicht, auch das darf man nie vergessen, ohne die Ermächtigung durch die FDP. Wir haben eine liberale Partei, die es gesellschaftlich radikalen, nichts anderes sind, ist die Grüne Partei, möglich macht, gesellschaftlich radikale Vorstellungen gegen die Mehrheit dieses Landes durchzusetzen. Und das können wir durch alle Themen durchdeklinieren. Und im Moment ist vermutlich Atomausstieg das Wichtigste, weil es direkt darauf abstrahlt. Die setzen eine Politik durch, die die überwältigende Mehrheit in diesem Land nicht will, die dann dazu führt, dass wir absurderweise die Klimapartei Kohle verbrennt, die dann selber beschließt, dass sie Kohle verbrennt und dann ihre eigenen Wahnsinnigen losschickt, die dann mit Spießen, Stein und Molotow-Cocktails auf die Polizei losgeht. Dazu haben wir noch ein kleines Video vorbereitet, nämlich wie vorhin angekündigt von unserem Kollegen Jan Caron. Der hat von vor Ort Folgendes aufgenommen. Ob Sie es lesen konnten, darunter steht: Are you ready for the riot? Also seid ihr bereit sozusagen für den Aufruhr? Und drunter steht: Cops töten. Also ein Gewaltaufruf gegen die Polizei. Naja, es ist ein Mordaufruf. Ein Mordaufruf gegen die Polizei. Es ist nichts anderes als ein Mordaufruf gegen die Polizei. Gesprüht an die Mauern einer verteidigungsbereiten Festung, ja, für die es in diesem Rechtsstaat keinerlei Rechtfertigung gibt. Und diese verteidigungsbereite Festung, die es sich, da sehen wir es, zum Ziel gemacht hat, Cops zu töten, Polizisten zu töten, das ist der erklärte Wille, diese Festung ist errichtet worden unter den Augen der Polizisten, die man aus dieser Festung heraus töten will. Polizisten wurden von grüner Politik in NRW gezwungen, daneben zu stehen und zuzugucken, wie diese Festung errichtet wird. Und jetzt stellt euch das mal vor, ihr seid der Polizist, ja, und ihr steht da und ihr habt den Auftrag, ihr müsst es bewachen, aber bitte nicht eskalieren, liebe Polizei, bitte steht nur daneben. Und da kommt auf einmal einer von diesen veganen Schluffi-Langhaarigen raus mit seiner Spraydose, nachdem die da diese Barrikaden aufgebaut haben und sprüht voneinander, Cops, töten. Und du stehst als Polizist da und weißt, okay, morgen früh um 10 soll ich da rein. Ja. Danke, grüne Politik. Ja, ja, man kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt und wir hoffen, dass es hier wirklich keine verletzten Polizisten oder nicht weitere verletzte Polizisten gibt. Das war Stimmt mit der ersten Live-Sondersendung zu Lützerath. Wir bleiben natürlich für Sie weiterhin vor Ort und wir berichten auch weiterhin über Lützerath. Immer auf www.bleiteticker.de und natürlich auch bei Achtung Reichelt und heute Abend bei einer weiteren Folge von Stimmt, der Nachrichtentalk. Ich bedanke mich bei Julian Reichelt, Armin Schnamultari und Ralf Schuler und natürlich bei Ihnen fürs Zusehen. Bis bald.